ist es mir ein Fehler passiert. Ich habe jetzt circa eine Stunde aufgebaut oder vielleicht so 40 Minuten durch. Hab den Mikro nicht angemacht und ganze Zeit in die Kamera mit euch gesprochen. Was sollen wir machen? Ja, gesehen habt ihr ja, was wir alles gemacht haben. Das wird schon der Janosch und wie zurechtbügeln. Mann, 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 Mann. Beziehungsweise die, die Lippen lesen können, die können vielleicht den Text runterschreiben, was ich so alles erzählt habe. Ja, jetzt nochmal zurück zu den Bremssätteln. Da ich ja die Shimano GX-Gruppe, Rennrad- oder Gravel-Gruppe verbaue, sind diese Bremssättel dort praktisch aus zwei Kolben zusammengesetzt. Und bei dem Gewicht nachher, wenn das Fahrrad bepackt ist, ich mit meinem Bauch, muss das Fahrrad oder die Bremse wahrscheinlich so knapp 50 Kilo zum Stehen bringen oder sogar mehr. Und da wären die Zweikolben-Bremssättel etwas unterdimensioniert. Und die Firma Hope aus England hat dafür eine Lösung. Schaut euch diese Schönheit an. Also ein Lüftungskit ist dabei, Schrauben, Bremsgelege, Spitzenaufsatz, Anleitung, Aufkleber. Mal gucken, wo wir den Platz dafür finden. Und diese CNC gefrästen. Ich mache mal ein bisschen mit Kontrast. CNC gefrästen Bremssättel. Und vier Kolben. Ne? 1, 2, 3, 4. Angeblich soll es richtig gut funktionieren. Ich werde es das erste Mal ausprobieren und euch berichten. Ab geht's zu der Montage. So Freunde, es war ein bisschen tricky. Ich musste jetzt erstmal in meinem Sammelsorium an zigtausend verschiedenen Bremssätteln etwas mir zusammenschustern, weil ich die passenden nicht hatte. Nicht schimpfen, es ist jetzt nur wegen der Montage, dass ich alle die Leitung anschließen kann, Bremssättel alles einstellen kann. Und zwar habe ich hier den einen Adapter eingebaut, von IS auf Postmount. Und dann noch einen passenden Postmount-Adapter rausgesucht. Also soweit technisch, alles läuft frei. Die Montage ist korrekt. Und jetzt habe ich das gleiche auch hier schon für das Hinterrad rausgesucht. Also das ist jetzt der einzelne IS auf Postmount. Adapter, der ist nur für 160er Bremsscheiben gedacht. Deswegen, wenn ich jetzt 180er Bremsscheibe habe und den Adapter drauf setze, dann ist da natürlich mächtig viel Luft dazwischen. Aber mit dem Adapter geht es wieder alles. Den werden wir jetzt zusammen montieren. So, den einen Adapter habe ich schon festgeschraubt. Kurz kontrollieren, ob alles angezogen ist. Ist es. So, weil manche Bremsaufnahmen sind nicht plan oder korrekt gefräst worden, um kleine Toleranzen auszugleichen, hat man bei Shimano solche Mundunterlegscheiben und dadurch kann die Schraube zum Beispiel sich schräg reindrehen und trotzdem der Bremssattel bleibt gerade und verzieht sich nicht. So. Toi, 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 dass das jetzt hier auch funktioniert. Funktioniert. Funktioniert nicht. So, probieren mal den Adapter andersrum zu befestigen.
Freunde, ich muss erstmal gucken und das passende Stück raussuchen und schalte dann später zu. So, Freunde, dieser Haufen wird immer kleiner. Als nächstes bauen wir jetzt das Schaltwerk und den Umwerfer ran. So, was haben wir hier? Umwerfer. Der müsste, jawohl, Schaltwerk sein. 2x11. Ich nehme mal die beiden Kisten mit. So lange warten müsst. So. Das geile Zeug hier ausbauen. Auspacken. Was für eine Schönheit. Wer von euch liebt es, Sachen einfach mal auszupacken? Ich genieße es. Vor allem, wenn das so eine geile Teile sind. Jetzt hier ran. Let's go. Schaltwerk ist dran. Jetzt geht es an den Umwerfer. Guckt euch das an. Hier ist auch wieder ein bisschen Zubehör. Nicht verlieren. Das ist alles wichtig und notwendig. Ich mache eine extra Kiste. Dafür kann ich jetzt zum Beispiel auch schon diese nehmen. Hier packe ich diverses Zubehör rein, was so übrig bleibt, was ich nachher bei der Montage wieder brauchen werde. So. Ist schon geil. Ja, und das Baby wird hier dran gebaut. Ganz wichtig, diesen Aufkleber unbedingt dran lassen. Erst wenn die Kurbel montiert ist und dann der Umwerfer eingestellt wird, dann braucht ihr diesen Aufkleber. Das werden wir uns dann zum späteren Zeitpunkt angucken. Los geht's. Montage, Montage, Montage. Guckt mal, ich hoffe, das ist zu sehen. Also hier stört mich gerade die Aussparung. Alter Falter, ich hoffe... Richtig Schiss. Scheiße. Es kann passieren,
dass ich an dieses Rad keine Diadu-Schaltung anbauen kann. Fuck off. Versuche ich mal kurz zu erklären, warum das nicht so einfach geht. Also hier ist ja diese Aussparung sozusagen. Und bei dem elektronischen Umwerfer ist hier der Motor, der den Umwerfer verstellt. So, jetzt suche ich mal ein Fahrrad raus, ein Rennrad, wo ein normaler Umwerfer dran ist. So sieht er aus. Der ist praktisch komplett hier abgeschnitten. Der andere geht bis hier so hoch, circa 2-3 cm, und der geht's runter. Deswegen, wenn jetzt meine Kettenblätter zu groß sind, oh Mann, ey, scheiße, dann habe ich ein Riesenproblem. So, ich würde vorschlagen, wir fangen an mit der Kurbel. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann habe ich ein Problem, weil ich habe so viele Teile, ich habe alles auf die Diadu-Schaltung abgestimmt. Verdammte Scheiße. So. Jetzt habe ich richtig Angst, ey. Ich pack mal die Kurbel aus. Jetzt kann ich das tatsächlich nicht so wirklich genießen, weil ich unbedingt so schnell wie möglich prüfen möchte, ob das klappt oder nicht. Ich krieg gerade Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist auch schon vorbei. Aber es sieht so aus. Zwar ganz, ganz knapp, aber dass das funktionieren könnte. Dann würde ich sagen, Tretlager. Das habe ich hier. Tretlager montieren, Kurbel einbauen und schauen, ob das alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Let's go! So, Kurbel, linke Seite, Abschlussring, Kurbel seit Kettenblätter. Dann haben wir hier, passende Tretlager ist hier, das werde ich jetzt erstmal verbauen. Und dann die Kurbel einsetzen. Freunde, drückt mir bitte die Daumen. Freunde, das war jetzt sehr, sehr wichtig, dass das funktioniert und das sieht wirklich gut aus. Ich werde hier noch ein bisschen jetzt zwei, drei Sachen anpassen, das ist wichtig.
Da müsst ihr nicht unbedingt dabei sein. Ja. Und dann schalte ich wieder zu, wenn es mit der Montage der Bremshebel weitergeht. So, Freunde, was habe ich getan? Und zwar, seht ihr diesen Bolzen? Der war eigentlich, die Bohrung war eigentlich mittig. Und ich habe jetzt an einer Seite so knapp 3 mm, die mir jetzt gefehlt haben, abgeschliffen. Das ist überhaupt gar kein Problem, weil dieser Bolzen, der muss jetzt nicht allzu viel halten. So. Guckt mal hier. Hier ist ja diese Aufnahme. Da. Hier kommt der Bolzen rein. So steht er jetzt 3 mm Höhe. Und wenn ich den jetzt einmal wende, kommt das Gewinde tiefer. Und ich kann dann die Platte weiter nach unten setzen. Und somit geht mein Schaltwerk runter näher zum Kettenblatt. Ich hoffe, dass das jetzt ausreicht. Bau das ganze Zeug wieder zusammen. Ich habe auch tatsächlich bis jetzt noch nirgendwo gesehen, dass ein Bullet mit der DI2-Schaltung ausgestattet wurde. Bin gespannt. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal gerne in die Kommentare unten, was ihr von der Idee haltet, ein Cargo-Bike mit der elektronischen Schaltung auszuschalten. Auszustatten, meine ich. Ich persönlich finde das mega geil. Also an meinen Rädern habe ich überall elektronische Schaltung dran und möchte diese nicht mehr missen, sage ich euch. Kurbel ist dran. Die ganze Sorge mit dieser Aussparung vorher und dem großen Akku ist total umsonst gewesen. Wie ihr seht, haben wir hier noch richtig viel Platz. So. Lass uns jetzt mal gucken, ob das perfekt ist. Ich kann sogar jetzt den Umwerfer einen kleinen Tick höher drehen. Sauber, sag ich. Sauber. Ja. Anziehen. Jetzt versuche ich euch das noch mal kurz zu erklären. Mit diesem Aufkleber. Guck mal hier. Jetzt ist das so, das ist praktisch eine Schablone, dass ihr wisst, wie viel Abstand zwischen dem Zahnoberkante und Umwerfer sein soll. Zack. Und dieser Aufkleber hat diese Schablone und somit können wir das richtig gut sehen. Perfekt eingebaut. Ich mache den Aufkleber noch nicht ab, falls ich vielleicht den Umwerfer nochmal demontieren muss. Daher lasse ich den erstmal dran. Ich montiere die Kurbel jetzt zu Ende. Die linke Seite kommt jetzt ran. Und dann endlich die Bremshebel. Es geht weiter mit den Bremshebeln.
Sehen. Leider könnt ihr das nicht fühlen, aber es ist der Hammer. Boah. Eins. Dann haben wir hier die Bremssättel, die brauchen wir nicht und schmeißen sie weg. Spaß. Natürlich werde ich den wegschmeißen, dafür gibt es einen Markt und viele Leute wollen sowas haben. So, das war jetzt die Vorderradbremse. Seite. Einfach der Hammer. So. Was wir aber brauchen werden, ist die Leitung der Hinterradbremse. Die brauchen wir, um dann die Hinterradbremse zu montieren. Die packe ich aber später aus. Ziemlich gut aus. Langsam bekommt das Fahrrad sein vollständiges Aussehen.